Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Erstmal vorab Glückwunsch an alle diejenigen, die mein letztes Video geschaut haben. In diesem Video haben wir über den lokalen Boden gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass es jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt vor 2 Tagen war, einen möglichen Long Trade zu eröffnen. Und seit dem Punkt sind wir mit dem Bitcoin hier enorm circa um 8 bis 9% gestiegen, also von 58.000 US-Dollar jetzt hoch auf 63.500 US-Dollar. Das heißt, mit einem humanen 10er Hebel wären hier ein Gewinn von 92,8% hier drin. Also für alle diejenigen, die weiterhin solche Profite nicht verpassen wollen, abonniert den Channel, liked dieses Video und wichtig, aktiviert die Glocke, um keine weiteren möglichen Trades mehr zu verpassen. Und wir starten jetzt direkt mit der weiteren Analyse mit einem kurzen Update für euch, denn wir sind mit dem Bitcoin jetzt gerade in einem extrem wichtigen Preislevel. Warum das Ganze? Das schauen wir uns natürlich hier detailliert mit verschiedenen Dingen hier bei diesem Video an. Bitcoin tradet momentan bei 63.600 US-Dollar und wir sehen hier eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, die jetzt den Bitcoin betrifft. Denn wir sind hier jetzt an einem extrem wichtigen Preispunkt, denn wir sehen zuvor, dass wir mehrmals an diesem Punkt hier einmal Widerstand hatten, das ist jetzt auf die letzten Tage hier bezogen. Dann hatten wir hier einmal einen großen Support, sind unter diesen Support gefallen. Dann hatten wir wieder Widerstand und jetzt klebt Bitcoin ebenfalls an diesem Widerstand. Und jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, werden wir mit dem Bitcoin in Richtung 70.000 US-Dollar gehen oder werden wir hier noch einen weiteren Abverkauf sehen beim Bitcoin? Und das Ganze versuchen wir natürlich in diesem Video detailliert zu analysieren. Was gibt es denn erstmal für fundamentalische Neuigkeiten beim Bitcoin? Kann man so sagen, es gibt einmal etwas sehr, sehr Interessantes und zwar den Bitcoin Coinbase Premium Gap. Immer wenn dieser Coinbase Premium Gap steigt, bedeutet das, dass US-Institutionen und Wale einkaufen und das ist jetzt gerade der Fall. Die kaufen seit Tagen schon ein, die haben natürlich hier den Dip schön mitgenommen, haben hier jetzt stark eingekauft, was erstmal natürlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen ist. Zweiter Punkt, den wir haben als bullisches Zeichen: die deutsche Bundesregierung hat es geschafft, alle Bitcoins abzuverkaufen. Die waren auf 0 US-Dollar, also alle Bitcoins waren abverkauft. Wir hatten hier noch ein paar Leute, die natürlich hier der deutschen Bundesregierung, weiß nicht, aus Mitleid oder warum auch immer, Bitcoins gespendet haben. Das heißt, wir haben hier jetzt wieder ein Portfolio von 420 US-Dollar, aber sie haben es wirklich geschafft, innerhalb von unter einem Monat, glaube ich, 50.000 Bitcoins zu vernichten und zu verkaufen und dementsprechend hält das BKA jetzt aktuell keine Bitcoins mehr, außer natürlich dieser mickrige Betrag von 420 US-Dollar, was natürlich erstmal wieder positiv ist, denn wir haben hiermit Verkaufsdruck, der aus dem Markt genommen wurde, denn das war ein enormer Verkaufsdruck, dass diese Bitcoins immer wieder abverkauft wurden. Dritter Punkt, den wir noch haben, es scheint auch, dazu habe ich jetzt gerade nichts für euch vorbereitet, das ist mir jetzt spontan nochmal eingefallen, dass wir, als wir das letzte Video gemacht hatten, schon die News hatten, dass die Miner-Kapitulation auch zu Ende ist. Das heißt, die Miner haben auch aufgehört zu verkaufen, was ebenfalls Verkaufsdruck aus dem Markt genommen hat. Und dementsprechend haben wir hier jetzt natürlich einen schönen Preisanstieg beim Bitcoin gesehen und kleben jetzt an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Das heißt, diese 63.500 US-Dollar-Zone muss unbedingt nach oben hin durchbrochen werden. Ansonsten können wir natürlich hier nochmal einen weiteren Abverkauf sehen, einen möglichen Abverkauf. Und wohin der Abverkauf gehen könnte, das können wir ebenfalls nochmal hier uns anschauen. Und zwar, wenn wir hier einmal auf den CME Futures Chart gehen, sehen wir hier etwas sehr, sehr Interessantes. Für alle diejenigen, die nicht wissen, was der CME Futures Chart ist, die Bitcoin CME Futures werden immer in der Woche laufen die und am Wochenende pausieren diese. Und wenn wir am Wochenende dann extreme Preis-Moves sehen, dann entsteht so eine Art CME Gap. Wir sehen hier eine Gap zwischen 59.700 und ca. 60.700 US-Dollar. Und ihr werdet euch natürlich jetzt vielleicht, die es nicht wissen, fragen, warum das dann für uns wichtig ist. Denn es gibt eine statistische Analyse, dass circa, ich glaube, es waren
70 oder 80% der CME-Gaps bis jetzt beim Bitcoin immer wieder gefüllt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir hier nochmal einen Abverkauf sehen in diese Region von 59 bis 60.000 US-Dollar, um diese Gap aufzufüllen und dann einen weiteren Preisanstieg sehen. Das würde ich hier definitiv nicht vergessen, dass wir hier eine Gap haben und diese Gap mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen wird. Dementsprechend ist es auch möglich, dass wir hier nochmal in diese Zone kommen. Diese Zone liegt auch genau bei 59.600 US-Dollar, also unsere vorherige wichtige Widerstandszone, dass wir hier nochmal runterkommen und diese Zone nochmal antesten. Das wäre unser relativ, ja, bearishes Szenario momentan. Allerdings, wenn wir hier natürlich noch diese Zone jetzt bei 63.600 US-Dollar nach oben hin durchbrechen, denke ich, dass wir hier erstmal auch mit dem Preis weiterhin steigen können. Wenn wir uns natürlich hier nochmal die größeren Charts anschauen, zum Beispiel den Daily Chart hier an dieser Stelle, ist ja nämlich hier etwas sehr, sehr Interessantes passiert. Und zwar seit circa dem 5. Juni hatten wir ja diesen Abwärtstrend, den wir auch im letzten Video besprochen haben. Wir sehen hier immer wieder, wurden wir an dieser Zone hier rejected. Sie haben es nicht geschafft, über diesen Abwärtstrend zu kommen. Und jetzt haben wir es natürlich auch geschafft, hier diese wichtige Abwärtstrendlinie nach oben zu durchbrechen. Und in dem Moment natürlich, als wir es durchbrochen haben, haben wir auch schon einen enormen Preisanstieg hier gesehen. Und wir sehen, dass der nächste Widerstandsbereich hier auf dem Daily Chart, wo wir hier natürlich schon viermal einen Widerstand hatten, hier in etwa bei circa 70.600 US-Dollar liegt. Das heißt, dementsprechend sollten wir hier eine Bewegung über 63.500 bis 63.800 US-Dollar sehen, erwarte ich, dass wir hier in Richtung von 70.000 US-Dollar gehen könnten. Im bullischen Szenario und im bearischen Szenario sehen wir natürlich nochmal einen Dip runter auf circa 59.000 US-Dollar. Das war es auch schon mit einem kurzen Update für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie gesagt, lasst diesem Video jetzt ein Like da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Update.